Heute mit euren Ricky und für die Nummer 2, Türchen Nummer 2, werden wir heute mal eine Runde Taverna Mars spielen. Das ist ein Spiel, wo man seine eigene Taverne aufbaut, immer größer und höher und wie auch immer. Und das spielen wir heute auch für Türchen Nummer 2. Somit werde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Willkommen in deiner Taverne. Du wirst für die Verwaltung und das Wachstum deines Unternehmens verantwortlich sein. Sieh dich um, beweg die Kamera, indem du sie bei gedrücktem Scrollrad oder mit der WASD-Taste ziehst. Also Taste W nach vorne, S nach hinten, rechts und links, A und D. Die Taverne steht gar nicht aus wie eine Taverne. Eine Wand fehlt, es gibt keine Türen und keine Fenster. Lass uns das beheben. Dann würde ich sagen, ja, dann holen wir erstmal eine Wand, dass die Taverne erstmal zu ist. Bauen noch eine Tür rein. Und natürlich werden wir gleich hier auch einen Fensterschrollen machen. Gut gemacht. Lass uns jetzt ein paar Tische und Bänke kaufen. Na dann. Oh, jetzt habe ich schnell weggedrückt. Sorry. Da würde ich sagen, ein Tisch. Eine falsche Stelle. Platziere, schau, wohin die Hand zieht. Ach so, sorry. Natürlich. Und natürlich brauchen wir auch eine Lampe, sonst ist es zu dunkel in der Ecke. Gut gemacht. Jetzt, wo wir genug Sitzplätze für unsere Gäste haben, wäre der nächste Schritt, Bier zum Servieren zu kaufen. Um das Bier zu kaufen, sollten wir zuerst in die Bar gehen. Klicke auf die Bar, um das Menü zu öffnen. Wir haben derzeit nur Wasser zu servieren. Lass uns ein weiteres Fass kaufen, um das Bier zu lagern. Da würde ich sagen, kaufen wir das Bier gleich. Wir füllen das auch gleich auf. Gehen wieder zurück. So. Gut gemacht. Wir haben jetzt einen Platz, um dass die Leute sitzen können. Wir haben Getränke, die wir servieren können. Und das Letzte, was fehlt, ist Personal einzustellen. Öffne das Personal Pop. Gut, öffnen wir. Wir heuern jetzt erstmal einen Barkeeper. Jeder Tag bekommst du neue Bewerber zu einstellen. Wähle eine dieser vier aus, indem du auf das Schaltfläche einstellen klickst. Ja, welchen nehmen wir heute? Besser gesagt, wen würden wir nehmen? Entweder 8 Getränke gleichzeitig tragen kann er. Der kann auch 8 Getränke gleichzeitig dann tragen. Der hier, Worthorn, zieht jeden Tag 3,5 Leute Prozent mehr Kunden an. Das hört sich eigentlich gut an. Ich würde sagen, wir nehmen den auch. Natürlich brauchen wir auch noch eine Kellnerin. Ja, wem nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen die hier unten. So. Forschung. Wir haben alles vorbereitet, damit die Gäste kommen können. Bevor wir die Zeit zurückdrehen, wollen wir sehen, wie du neue Sachen für die Taverne freischalten kannst. Klicke auf die Schaltfläche Forschung. Update. Werden erforscht, indem man verschiedene Arten von Gästen bedient und du kannst die Kosten der Forschung auf der linken Seite sehen. Für die Küche müssen wir 25 allgemeine Gäste bedienen. Na dann drücken wir gleich mal hier drauf. Ja, sorry, ich war jetzt wieder zu schnell. Die Anzahl der Gäste pro Tag sagt dir, wie viele Leute im Durchschnitt jeden Tag in deine Taverne kommen, werden Kaufendekorationen Dekorationen und verbessere deine Taverne, um diese Zahl zu erhöhen.
Na dann, ja, drücken wir auf. Wir sind bereit und unsere Taverne kann eröffnet werden. Klicke auf die Schaltfläche Spielen, um das Spiel fortzusetzen und warte darauf, dass Kunden hereinkommen. Mein letzter Tipp für dich ist, dass du darauf achtest, solltest, dass es genügend Sitzplätze gibt. Wenn alle Plätze besetzt sind, kaufe mehr Tische und Bänke. Viel Erfolg. Ich würde sagen, jetzt gucken wir hier noch mal kurz rein, dann sehen wir, was wir da auch noch freischalten können. Besitze 4 Tische, das heißt 2 Tische müssen wir noch kaufen, 4 Bänke, dann würden wir hier Punkte bekommen und dann können wir nach und nach Sachen freischalten, würde Geld bekommen oder Bilder könnten wir oder Rezepte für Essen später, aber soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt bedienen wir erstmal diese lieben, netten Leute. Ich würde sagen, wir kaufen noch einen Tisch, würde ich jetzt sagen. Und nochmal Sitzbänke. So. Dann kommen gleich noch mehr Leute hier rein. Bis zum 29.12. habt ihr die Möglichkeit, am Tag 24. das Lösenwort dieses Adventkalender reinzuschreiben. Daher, diesmal ist da alles Zahlen, was ihr finden müsst. Jede Zahl ist ein Buchstaben. Als Gewinn wieder eine wunderschöne Tasse, paar kleine Süßkramwaren, einen kleinen Gutschein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Adventkalender Gewinnspiel 2023. So, natürlich kann ich auch ein bisschen reinzoomen oder rauszoomen. Ne, zoom mal ein bisschen raus, dann sieht man ein bisschen mehr. Und ja. Sieht schon mal gut aus. Ich würde vielleicht gleich, wenn ich genügend Geld habe, noch eine zweite Kellnerin einstellen. Dann geht es ein bisschen schneller. Ich glaube, jetzt müsste es schon soweit sein. Anheuern, Kellnerin, genau. Wir können uns zwischen 3 noch aussuchen, weil der Tag ist ja noch nicht rum. Deswegen haben wir noch keine neuen Bewerber. Ne, das nehmen wir nicht. Wir nehmen die hier. Und ja. Das war jetzt die Ada. Naja, schöner Name finde ich. Naja, sehr kurzer Name. Aber es geht. So, ich würde jetzt gleich noch einen Tisch kaufen. Und Sitzbänke. Oh, da reicht das Geld nicht. Oh. Oh. Da hat's Geld nicht ganz gereicht. Und nochmal einen Sitzbank zu kaufen. Wie viel brauche ich denn überhaupt? 50. Huiuiuiui. Na dann. Ah, wir haben ja hier. Siehst du, haben schon die ersten 3 Punkte hier bekommen. Sobald ich noch einmal Sitzbank gekauft habe, können wir noch mal welche kaufen. Bekommen noch mal ein paar Punkte drauf, wollte ich sagen. Fehlen nur noch 10 Goldstücke. So, jetzt holen wir das. Gut. Ja, es wird auch schon langsam wieder Nacht. Aber wir können unsere nächsten Punkte holen. Ändere den Namen. Beende eine beliebte Forschung. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. So, ich könnte auch ein bisschen vorspulen, dann geht es ein bisschen schneller. Machen wir gleich mal ein bisschen. Da seht ihr mal, wie es aussieht, wenn es ein bisschen schneller läuft.
Ich würde trotzdem wieder ein bisschen langsam machen, das reicht vollkommen zu. Ja, gut. Warten wir, bis die drei letzten Kundschaft hier gedrungen haben, weil ich glaube, der Tag ist auch gleich wieder rum. So, liebe Leute, der Tag ist rum. Verärgerte Kunden hatten wir nicht, Getränke hatten wir. 17 Wasser verkauft, 29 Bier verkauft, eingenommen. Ja, sieht gut aus. Nur das ärgert mich, weil ich noch ein bisschen gekauft habe. Hätte ich nicht gekauft, wären wir jetzt im Plus. Aber das hole ich wieder schnell rein. Das nächste Mal. Ja, liebe Leute, das war's auch schon wieder für heute mit Türchen Nummer 2. Ich sage nur, schaltet morgen ein bei meinen Kollegen mit Türchen Nummer 3. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen 2. Dezember. Bis zum nächsten Mal, euer Rigi.